kommen doch deutlich hinter den anderen. Es fährt Cody gerade herunter mit New Horizons an der Spitze. New Horizons führt vor Esther und außen Mireille Charisma, die bereits angreift. Mitte der Tribünen geraten. New Horizons, Mireille Charisma in der Mitte der Bahn, dazwischen Esther, diese drei aktuell gleich auf. Dann eine kleine Runde von zwei Längen zum Power da und außen Henry Wolf. Charisma allein auf alter Flur, dahinter jetzt Henry Beutusock in der zweiten Position. Esther wurde da disqualifiziert, blau, die 4 wegen unreiner Gangart, nicht mehr in der Wertung. Und klare Sache hier für die deutsche Championess, für Mireille Charisma. Beide hier überlegen voraus. Ronja und Mireille dahinter auf dem zweiten Platz, Henry Beutusock. Kommt ja auch nicht ernsthaft und ist gar nicht in Gefahr für den Ehrenrang, aber vorne alles klar für Mireille Charisma, die ist jetzt im Ziel. Henry Beutusock auf Rang 2. Und dann geht's außen noch Esprit de Fael gewesen sein mit Jennifer Manske für den dritten Platz. Daher ist da die zu reiten im Zentrum, das ist doch mal eine Note besser, oder? Ja, es ist schon was Besonderes. Damals ist die VW, wo wir die Frankreich-Kutsche gegangen sind, war das schon etwas Besonderes. Jetzt war ich lange Zeit nicht dort. Dieses Gefühl, wenn man da auf die Bahn kommt und dieses Gefühl, dieses Leute, war schon wieder sehr phänomenal und war auch auf jeden Fall reisen wert. Ich bin vor 2 Jahren mal in Paris gewesen, durfte dann eine Bahn betreten, also den schwarzen Bogen quasi. Das ist so ein Gefühl, dass ich, wenn man über den roten Teppich geht, und ich glaube, wenn man dann selber noch reitet bzw. Rennen fahren darf da in Paris, dann ist das eine besondere Ehre. Ja, das ist auf jeden Fall eine Ehre, wenn man da überall mal hinkommt und das sollte auch Da werde ich dir die Kunst mitnehmen. Ja, das wird jetzt hier irgendwie.